Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Hier mein stattliches Intro-Tierchen, ein Steppenwaran. Habe ich euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal welche gezeigt. Ne? In dem Fall wieder so ein Ghost, heißt diese Farbvariante, ne? Die so dieses Gelb und Orange drin haben. So ganz anfreunden will er sich hier noch nicht mit seinem Fernsehauftritt, aber wir sind dabei, Freunde zu werden. Ja, super, super hübscher Kerl. Haben ein bisschen scharfe Krallen, deswegen am besten Handschuhe anziehen, wenn man die hantiert. Die wollen wegrennen, die sind nicht wirklich böse, beziehungsweise die werden sogar richtig schön brav, wenn man die regelmäßig hantiert und viel hantiert. Ich habe den nur ab und zu draußen, deswegen, wie gesagt, sind wir noch nicht ganz so Freunde. Das heute mein Intro-Tierchen, westafrikanischer Steppenwaran. Varanus exanthematicus, den möchte ich oder wollte ich euch heute hier mit mal zeigen. Jetzt kommt das Spannende, der Riesenvaran, den ihr gerade gesehen habt, und hier diese kleinen Geckos in meiner Hand. Was haben die gemeinsam? Tatsächlich haben sie was gemeinsam. Sie können sich jungfräulich vermehren. Ja? Also die können es sprichwörtlich, das sind sogenannte Jungferngeckos, Lepidodactylus lugubris, Jungferngeckos, die vermehren sich meines Wissens ausschließlich jungfräulich. Also das, ich glaube, es gibt von denen nur Weibchen, oder zumindest habe ich bis jetzt immer nur Weibchen gehabt, gesehen, die sich parthenogenetisch, sagt man, also jungfräulich vermehren. Und der Steppenwaran, den wir gerade gesehen haben, die machen es sozusagen notgedrungen. Ne? Also viele Arten von Waranen, auch dieser Steppenwaran, wenn die keinen Partner in der Natur haben, können die Weibchen trotzdem Eier legen. Bei den Waranen ist es allerdings so, die Babys, die da schlüpfen, oder die Jungtiere, die schlüpfen, sind alles Männchen dann. Bei diesen Jungferngeckos ist es anders. Die legen Eier, und aus diesen Eiern schlüpfen weitere Jungferngeckos, die sich später als Weibchen entpuppen, beziehungsweise als eierlegender Gecko entpuppen. Ne? Das ist wirklich dieses Spannende und Interessante an diesen Jungferngeckos hier. Das heißt, wenn ihr euch so einen Gecko anschafft, so in der Größe, wie wir sie jetzt hier sehen, sind sie knapp adult, also die wären noch ein kleines Stückchen vielleicht größer, so sind sie knapp ausgewachsen. Irgendwann fangen die an, Eier zu bilden. Die kann man dann zum Teil hier am Bauch sehen. Ne? Da sieht man, dass die dann zwei Eier drin haben. Und die legen sie ab im Terrarium, kleben die irgendwo fest, die Eier. Ich kann euch gerade mal noch solche Eier auch zeigen. Die sehen dann so aus. Also wir haben sie jetzt hier in so einen kleinen Brutbox, in so eine sogenannte Geobox, haben wir die reingemacht. Aber normalerweise kann man die sogar im Terrarium drin lassen. Und ich kann euch jetzt nicht mal genau die Inkubationsdauer sagen, aber nach rund 30 Tagen würde ich Pi mal Daumen schätzen, also so ganz genau verfolgt haben wir es noch gar nicht, schlüpfen dann wieder kleine von denen Jungferngeckos, schlüpfen da wieder raus. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen was anderes an Terrarientier, was wir euch normalerweise zeigen. Ne? Die meisten Tiere, die wir euch zeigen, sind ein bisschen wegen was Handfesteres, was man auch anfassen kann. Jetzt die Jungferngeckos, die sind eigentlich nicht zum Anfassen. Ne? Die sind, wenn man reinlangt, sind die relativ scheu, hauen ab, haben Angst vor einem, sind recht klein, können den Schwanz abwerfen, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn man sie zu grob anfasst. Also deswegen ist nicht so das klassische Terrarientier zum Anfassen, aber ist ein tolles Terrarientier, wo man ein schönes Terrarium einrichten kann. Wie gesagt, man holt sich ein, zwei so Tiere, die vermehren sich weiter, und irgendwann hat man im Terrarium 10 bis 20 von diesen Jungferngeckos. Das ist auch noch ein interessanter Punkt betreffs dieser Vermehrung und irgendwann. Also ursprünglich kommen die aus Südostasien, so Sri Lanka ist wegen so das Kernverbreitungsgebiet, wo man die finden kann in der Natur. Allerdings wurden die letzten Jahrzehnte bis Jahrhunderte relativ weltweit verschleppt. Also mittlerweile findet man sie, glaube ich, in Lateinamerika, wie gesagt, in relativ ganz Asien kann man sie finden, wurden durch Schiffe, durch irgendwelche Waren, Güter wurden die verschleppt. Ich hatte schon eine Kundin hier, die im Laden hier war, die kam, ich glaube, die war auf den Malediven im Urlaub, kam nach Hause mit so einem Jungferngecko, den hat sie in der Taucherbrille wohl gefunden, als sie hier daheim war. So sind die weltweit
verschleppt worden, was natürlich auch nicht optimal ist, aber was passiert ist. Und wie gesagt, deswegen mittlerweile weltweit fast anzutreffen. Ich habe euch jetzt hier mal alles ein bisschen aufgebaut, was ihr zur erfolgreichen Jungferngecko-Zucht braucht. Also hier haben wir so ein Vakuul- bzw. Reptiso-Terrarium. Größenmäßig sicherlich mehr wie ausreichend. Eine Nummer kleiner wäre bestimmt auch in Ordnung, aber schönes großes Terrarium könnt ihr schön einrichten, könnt ihr schöne Deko reinmachen. Also deswegen habe ich jetzt mal diese Größe ausgewählt. Dann braucht er ein Bodensubstrat, das Feuchtigkeit verträgt. Habe ich hier das Aspen Supersoft, habe ich mal genommen. Und zurzeit ein bisschen mein Favorit an Einstreu. Kann man ein bisschen feucht halten, schimmelt da nicht. Also das schön unten reinmachen. Dann braucht er natürlich Einrichtungsgegenstände wie so Wurzeln oder das ist jetzt so ein Driftwood-Holz, so ein Treibholz. Macht da, also in die Größe von dem Terrarium würde ich vielleicht sogar 2, 3 von denen reinmachen. Die Geckos können sich da natürlich schön dran verstecken, können ihre Eier dran ablegen. Ganz wichtig, dass er solche Gegenstände oder Klettergegenstände reinmacht. Ihr seht, die können natürlich auch an den Scheiben klettern, aber die klettern auch ganz gern an irgendwelchen Holzgegenständen. Irgendwelche Pflanzen rein, damit es ein bisschen grün ist im Terrarium und außerdem auch für die Geckos gut, können sich auch ein bisschen verstecken hinter dem Grünzeug. Das können künstliche sein, können echte sein, was euch lieber ist. Ne? Dann müsst ihr das Ganze beheizen. Klimatisch sind die wirklich unheimlich anspruchslos, die Tiere. Ich würde sagen, so ein Jungferngecko-Terrarium, wenn ihr das am Tag beheizt, nachts könnt ihr es ausmachen. Die vertragen diese nächtliche Absenkung ganz gut, könnt ihr Raumtemperatur machen. Am Tag beheizt ihr das am einfachsten übers Licht. Ne? Nehmt ihr einfach so einen Reflektor. Ich habe jetzt hier für die Terrariengröße 75 Watt, habe ich gedacht, wird die richtige sein. Muss man vielleicht gleich ein wenig ausprobieren. 50, 75 Watt ist sicherlich die richtige Wattzahl. Macht man hier rein in den Reflektor, kann das oben auf diese Gaze oben drauf stellen, ne? Und dann geht das Licht durch das Gaze ins Terrarium, das Licht. Und eben, wie gesagt, gleichzeitig dient es dann als Wärmequelle. Ne? Da habt ihr das Terrarium beleuchtet, beheizt auf eine relativ einfache Art oder kostengünstige Art, aber sicherlich gut. Die Jungferngeckos sind rein nachtaktiv. Ihr braucht denen wirklich in dem Fall kein UV-Licht zu bieten. Also bei fast allen Reptilien sage ich immer doch, im Zweifelsfall lieber UV-Licht. Jungferngecko halte ich seit Jahrzehnten, habe denen noch nie UV-Licht gegeben, habe noch nie ein rachitisches oder schlecht gewachsenes Tier gesehen. Von dem her kann ich wirklich guten Gewissens sagen, ihr braucht kein UV-Licht bei den Jungferngeckos. Achso, dann hier noch Thermohygrometer, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Und fertig ist das Jungferngecko-Terrarium. Ihr müsst das Terrarium sprühen, ne? Jeden Tag mindestens einmal sprühen. Da sprüht ihr die ganze Einrichtung ein, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Und die Geckos trinken dann auch diese Wassertropfen. Ihr könnt eine Wasserschale reinstellen, wenn ihr wollt, aber letztendlich werden sie das nicht nutzen. Wichtig, wie gesagt, sprüht einmal am Tag oder zweimal am Tag das Terrarium, macht alles feucht, dann können die trinken. Dann müsst ihr die Tiere natürlich füttern. 4, 5 Mal die Woche die Tiere füttern, also ruhig 5 Mal. Ihr könnt die fast nicht überfüttern. Durch das, dass die so reproduktiv sind und immer Eier legen, brauchen die natürlich auch entsprechend viel Futter, also in der Relation für so ein kleines Tier relativ viel Futter. Das Ganze ganz wichtig mit Mineralien bestäuben, ne? Mineralpräparat, Vitamin D3-Präparat, immer über die Futterinsekten drüber einstäuben und den Tieren verfüttern. Ich würde euch Heimchen, Grillen oder kleine Heuschrecken als Futter empfehlen. Zur Not Mehlwürmer, wobei Mehlwürmer jetzt nicht das ideale Futter ist, weil es einfach zu fett ist. Also am besten bleibt ihr bei Heimchen, Grillen, Heuschrecken. Und soweit zur Jungferngecko-Haltung. Ich verspreche euch, jeder von euch wird ein Reptilienzüchter, der sich Jungferngeckos anschafft. Und habt ihr sicherlich Spaß dran und irgendwann habt ihr 10, 15, 20 so Jungferngeckos in eurem Terrarium, dann könnt ihr in eurem Freundeskreis die Jungferngeckos verschenken. So viel zu der parthenogenetischen Nachzucht und zu den Jungferngeckos. Bleibt mir treu und checkt die Jungferngeckos. Was müsst ihr jetzt gleich dongen? Komisch, wieso ist denn der Gong heute später? Haben wir da die Zeit verstellt, oder?
Muss man nicht dazu sagen, gell? Quatsch, oder? Ja? Nee, also nochmal weg den Scheiß.